Willkommen hier wieder zurück zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Reden wir mal mit denen. Diese Kapuze. Oh, Verzeihung, ich habe dich wohl mit jemandem verwechselt. Einmal wurde ich beinahe von einem Riss verschlungen. Der erschien plötzlich ein Schwertkämpfer und rettete mich. Er trug dieselbe Kapuze wie du. Wie tapfer er da stand und die unzähligen Monster mit Leichtigkeit besiegte, die aus dem Riss strömten. Ich bin Soldatin geworden, weil ich auch so stark sein wollte wie er. Wenn du dich in der Wüste verläufst, solltest du einen Blick auf die Karte werfen. Mitten in einem Sandsturm bringt einem allerdings selbst eine Karte nichts. Ich sag nicht, die haben hier den Sandsturm auch eingeführt. Wer bist du denn? Willkommen, ich bin ein Händler Deko und dies ist meine Smoothie-Shop-Filiale. Bei uns kannst du deinen eigenen Smoothie-Kreation verwirklichen, traumhaft, oder? Und wie? Ganz einfach. Einfacher geht's fast nicht. Du wählst einfach zwei Zutaten aus. Also los, worauf wartest du? Okay. Ja. Dein Mutsch ist mir Befehl. Dies und jenes kräftig schütteln, dann noch eine Messerspitze von meinem geheimen Zutat und badabum. Fertig ist das feine Gebräu. Vitalmix Smoothie erhalten. Das süßsäure Fruchtfleisch setzt Akzente. Hier treffen verschiedene Zutaten aufeinander. 7 Herzen, okay. Vielen Dank. Das Rezept für deinen soeben hergestellten Smoothie habe ich mal fix notiert. So kannst du den jederzeit nochmal mixen. Übrigens, du siehst aus, als würdest du viel herumkommen. Wenn das stimmt, kannst du uns Händler-Dekos vielleicht helfen. Die Sache ist nämlich die, unsere Smoothie-Shops haben gerade erst die Pforten geöffnet. Die Pforten. Und um unser Geschäft auszubauen, sind wir dabei, überall in Hyrule Zweigstellen zu öffnen. Leider nimmt das so viel Zeit in Anspruch, dass unser Sortiment nicht über Saftladen-Niveau hinauskommt. Dabei gibt es so viele verschiedene Zutaten auf der Welt, das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Deshalb nun die Frage, könntest du für uns 10 Smoothie-Rezepte entwickeln und uns ist alles recht, solange es in den Mixer passt. Danke schon mal. Ach ja, auch an anderen Orten gibt es Smoothie-Shop-Filialen, die von meinen Brüdern betrieben werden. Sie besorgen eifrig überall die lokalen Spezialitäten, damit wird der ursprüngliche Laden in der Deko-Heimat groß rauskommen. Wenn du einen von meinen Brüdern siehst, dann sag Hallo und lass ihn am besten jede Menge Smoothies für dich mixen. Okay. Hier ist eine Kiste. Die darf ich öffnen. Mit Frostkaktus. Wo findet man die Dinger? Wenn nicht einmal Facette, die rechte Hand der Königin sie kennt, muss es sie ja nur an sehr obskuren Orten geben. Oh, Verzeihung. Ich heiße Tomali und bin hier an der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch einen anderen wichtigen Auftrag bekommen. Du bist eine Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir dann ja helfen. Hast du schon einmal fliegende Bodenfliesen gesehen? Laut der Nachforschung meiner Vorgesetzten haben unsere Vorfahren so etwas als Fallen eingesetzt. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und konnte weit und breit keine Spur von solchen Fliesen finden. Falls du einmal auf so eine stoßen solltest, würdest du sie mir bitte bringen? Rüstmango-Labor. Hast du ein Auge auf meinen Fächer geworfen? Tja, ich könnte mich eventuell davon trennen, aber erstmal möchte ich mit dir über etwas sprechen. Hallöchen, willkommen im Rüstmango-Labor. Hier forschen wir unermüdlich nach effizienteren Pflanzenzuchtmethoden, um auf mögliche Nahrungsmittelkrisen vorbereitet zu sein. Konkret befassen wir uns dabei mit sogenannten Rüstmangos. Und nach zahlreichen Experimenten ist es mir endlich gelungen, Rüstmangosamen zu züchten, die in äußerst rasantem Tempo wachsen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten in nicht allzu ferner Zukunft unzählige Leben retten. Da wären bloß noch ein kleines, klitzekleines Problemchen. Diese neuartige Sorte verdorrt nämlich ebenso schnell wieder, wie sie wächst, was dazu führt, dass ich sie gar nicht schnell genug ernten kann. Meine Güte! Das hat wiederum zur Folge, dass ich keine weiteren Daten sammeln kann. Und ohne neuen Daten gibt es bald keine Forschungsgelder mehr. Deshalb habe ich die Mango-Express-Ernte entworfen, in der Hoffnung, dass mir dadurch jemand bei der Ernte unter die Arme greift. Eine leichte Erschütterung reicht schon, um die Mangos zu lösen, zum Beispiel durch eine Pirouette oder so. Ich muss leider eine Teilnahmegebühr erheben, aber ich habe auch eine kleine Belohnung eingeplant, falls jemand besonders viel erntet. Möchtest du es mal versuchen? Klar, die
Teilnahmegebühr beläuft sich auf 10 Rubine. Ist das in Ordnung? Ja. Alles klar, begib dich nach unten aufs Feld. Schon eine kleine Erschütterung reicht, um die Mangos zu ernten. Pass nur auf, dass sie nicht verwittert. Ich möchte, dass du mindestens 40 Mangos erntest. Und falls du sogar alle erwischt, fällt die Belohnung besonders groß aus. Dann mal los. So. Na, man kommt oben. Und? Alle geschafft? Starke Leistung, du hast tatsächlich alle Mangos geerntet. Danke für deine große Hilfe bei der Sammlung wertvoller Forschungsdaten. Dafür darfst du einige Rüstmangos mitnehmen. Und was mit dem Fächer? Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. So einen Ernteertrag wie du hat bisher noch niemand erzielt. Bei solchem Geschick kommt sie vielleicht auch mit den gefährlicheren Samen zurecht. Übrigens besitzt sie auch Spezialsamen, bei denen eine noch größere Ernte herausspringt. Ich habe sie aus gewissen Gründen vorerst nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich für dich eine Ausnahme. Schau gerne wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Du bist hier stets willkommen. Luxusbett. Super weiches Bett. Wer darin schläft, möchte gar nicht wieder aufstehen. Oh, eine Hylianerin in der Gerudo-Wüste, welches seltener Anblick. In dem Zelt dort ist eine Gerudo-Forscherin mit ziemlich seltsamen Dingen beschäftigt. Vielleicht wäre es eine schöne Ablenkung von diesen schrecklichen Rissen dort, als Aushilfe zu arbeiten. Ja, da war ich ja schon. Insofern alles gut. Müssen wir jetzt in den Riss kommen. Dann nehme ich jetzt mal wieder meine Schlangen in die Hand. Nee, es ist die falsche Sache. Die will ich nicht haben. Nein. Na komm, greift ihn an. Nein! Boah, ich brauche was Stärkeres. Oh, das gibt's doch nicht. Ihr sollt werfen. Komm, erwischt den doch mal. Oh, danke, ey. Puh, Remord gemerkt. Unheimliches Monster, das in der Gerudo-Wüste herumirrt, lähmt seine Gegner mit spitzen Schreien. Dann gehen wir hier mal in die Höhle rein. Ist mir am sichersten gerade. Das kennen wir auch aus dem Trailer. Oh, eine schöne neue Vase.
Die Rudo-Krug gemerkt. Farbenfroher Krug, ein Paradebeispiel für das traditionelle Kunsthandwerk des Gerudo-Stamms. Das hier ist ja relativ simpel. Einfach nur ein bisschen schieben. So. Gebläse gemerkt. Maschinen, die einen Luftstrom erzeugen. Diese kann einen Sandhaufen wegblasen oder Feuer auspusten. Spucken wollte ich sagen. Praktisch. Hey, oh, Katze, ah! Hat die Katze jetzt die Aufnahme gestoppt? Nein, okay. Okay, ich brauche jetzt erstmal was anderes. Oh, schön. Oh, das geht auch? Okay. Ich brauche was anderes. Das da. Toll. Denn wenn ich sage, ich brauche was anderes, hat sich das schon erledigt. So, jetzt habe ich hier keine Karte. Das heißt, ich kann jetzt nach oben gehen und ich kann nach rechts gehen. Oh. So. Das war knapp. Tornado gemerkt. Schelmisches Monster, das sich als Wirbelwind getarnt in Sandstürmen nähert, um Reisende wegzuschubsen. Und was erhalten? Eine Felstoffel. Klar, wer kennt sie nicht? Die gute alte Felstoffel. Kriegen wir hier? Zwei Kristalle der Stärke. Na, das ist ja praktisch. Oh, was haben wir hier? Ein Wegfreund. Ja. Na komm. So. Und rausziehen. Zwanzig Rubine. Das sind eigentlich geile Waffen, ne? Da ist der Eingang. Hundertprozentig, weil so wie er jetzt reagiert, oder wie Tri jetzt reagiert. Oh, ich spüre die Anwesenheit meiner Gefährten. Unter uns gibt es eine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen kann. Lass uns gehen, Zelda.
Hm? Du kommst dort nicht so einfach hin. Hm, was machen wir da? Wollen wir die Person dort drüben fragen? Vielleicht weiß sie ja, wie man unten unter den Sand gelangen kann, hm? Hm, wer bist du? Keine Gerudo, so viel steht fest. Du willst unter den Sand? Das ist unmöglich. Hier dürfen nur Personen durch, die die ausdrückliche Genehmigung der Gerudo-Königin haben. Also verzieh dich, ja? Sieht nicht so aus, als wären wir hier willkommen. Hm. Was war das für ein Schrei? Ist da etwa etwas vorgefallen? Allerdings darf ich meinen Posten nicht verlassen. Ha. Da liegt jemand. Na, war klar. Monster sind weg. Hast du sie alle besiegt? Ja. Diese Monster hatten mich überwältigt, aber du bist ganz allein mit ihnen klargekommen. Ich verdanke dir mein Leben. Aber ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich bin Dona, Kommandantin der Gerudo-Kriegerin. Wie heißt du? Ich bin... Ah, freut mich, dich kennenzulernen, Zelda. Aber sag mal, was führt dich überhaupt an diesen Ort? Ich möchte gerne runter in den Sand. Hm, verstehe. Du reist herum und schließt überall die Risse. So, so. Hm. Du kannst sie schließen? Wir machen uns hier auch gerade riesige Sorgen wegen diesen Rissen. Du musst du wissen. Also, irgendwer meinte, wir müssten nur alle Monster besiegen, aber dann würde er schon verschwinden. Doch das scheint nicht so zu funktionieren. Der Riss ist keinen Deut kleiner geworden und der Nachschub an Monstern, die aus ihm herausströmen, scheint unerschöpflich. Wenn der Riss nur wieder weg wäre, hätten wir endlich mehr so viele Verletzte zu beklagen. Hör mal, Zelda. Meinst du nicht, sie weiß vielleicht auch, wie man unter den Sand kommt? Was ist, Zelda? Wir würden gerne unter den Sand. Wie, du willst unter den Sand? Hier befindet sich unterirdisch die Gerudo-Kultstätte. Bedeutet das, dort musst du hin, um den Riss zu schließen? Hier gab es ursprünglich einen Zugang zur Kultstätte, doch jetzt ist der Zugang mit Sand bedeckt und niemand kann mehr hinein. Wenn du unter den Sand willst, müsste man zuerst den Zugang wieder freilegen, den wir blockiert haben. Und warum blockiert? Nun ja, unsere Kultstätte ist von einem riesigen Riss verschluckt worden. Danach häuften sich die Berichte, dass aus dem Riss Monster hervorströmten. Es wurde also beschlossen, den Zugang zu blockieren, um die Monster einzuschließen. Wenn du unter den Sand willst, müsste man zuerst den Zugang wieder freilegen. Und wie legt man ihn frei? Im Inneren der Hülle, die von den Soldatinnen dort bewacht wird, gibt es eine Möglichkeit, den Sand wieder abfließen zu lassen. Aber dann drohen wieder Monster aus den Städten herauszukommen. Das würde dem Befehl unserer Königin entgegenlaufen. Wir können jedenfalls nicht einfach dort hineinspazieren. Wenn du unter den Sand willst, müsste man zuerst den Zugang wieder freilegen, den wir blockiert haben. Verstehe. Du willst ja nur deshalb unter den Sand, um von dort aus den Riss zu schließen, nicht wahr? Hm. Ich verstehe. Gut, dann müssen wir einfach nur die Gerudo-Königin von deinem Plan überzeugen. Du hast mich gerettet, deshalb werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Das Allerwichtigste ist, dass der Riss endlich verschwindet, sodass die Kriegerinnen nicht länger aufgerieben werden. Zelda, wir sollten uns im Palast von der Gerudo-Stadt treffen, im Westen von hier. Eigentlich dürfen nur Gerudo den Palast betreten, aber ich werde dafür sorgen, dass für dich eine Ausnahme gemacht wird. Wir sehen uns dort. Und sie läuft in den Osten. Das ist doch schön sowas, oder? Das heißt also, ich muss jetzt hier erstmal hoch. Jetzt nach oben. Meine Verteidigung wieder rausholen. So. Danke. Da ist Gerudo-Stadt. Und wieder ein Wegefreund. Oder ein Wegfreund. So,
So, da kann ich ein Feuer anzünden. Mal gucken, ob das was bringt. Machen wir jetzt erstmal hier alle Feuer an. Eieiei, gibt es hier viele Aufgaben. Okay, oder auch nicht. Ne, hier geht's raus. Na, dann fangen wir mal klassisch an. Habe ich mir das nur eingebildet. Das kommt jetzt sicher etwas unerwartet, aber glaubst du an die Existenz von Tornadogeistern? Ich bin nämlich neulich in der Wüste in einem Sandsturm geraten und da wurde ich plötzlich von einem Tornado gejagt. Ich hatte zwar jede Menge Sand in den Augen wegen des Sturms, aber ich könnte schwören, dass ich ein Gesicht im Tornado erspäht habe. Das muss ein Geist gewesen sein. Was sonst? Dabei habe ich doch gar nichts getan, womit ich den Groll eines Geistes auf mich ziehen würde. War dieses Gesicht wirklich da? Oder haben mir meine Augen bloß einen Streich gespielt, wenn ich es doch nochmal sehen könnte? Sekunde. Der Tornadogeist! Moment, was? Das ist ein Tornado? Also handelt es sich gar nicht um einen Geist, sondern bloß um einen Monster? Ach Mann. So aus der Nähe betrachtet muss ich gestehen, dass er nicht mal aussieht wie ein Geist. Und verfolgt hat er mich nur, weil er mich wegblasen wollte? Puh. Da habe ich mir ja was ins Rein gesteigert. Aber dank dir kann ich jetzt erleichtert aufatmen. Dafür möchte ich mich mit einer Kleinigkeit bedanken. Milch. Eine Gerudo, die sich vor Geistern fürchtet. Wenn das die Königin erfahren würde, dürfte ich mir da was anhören. Andererseits kann man sie ja nicht, kann man sich das ja nicht aussuchen, wovor man Angst hat. Stimmt's? Heute ist ja wieder richtig kuschelig warmes Wetter. Na, an Tagen wie diesen würde ich am liebsten ewig schlafen. I know. I know. Wer würde das nicht gerne? Ja, vielleicht legt ihr euch jetzt schlafen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht seid ihr auch gerade erst aufgestanden, als ihr die Folge seht. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.